Leute, ich liebe das ja, aus einem Teich zwei verschiedene Plätzchen machen und vor allen Dingen mit zwei Farben und zwei Geschmäcker. Und man hat ja auch gestalterisch unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und auch die Möglichkeit, Butter auf die Bude zu schmeißen. Egal, ob Schachbrettmuster machen willst oder Schnäcksche. Zur kalten Butter gebe ich jetzt ein bisschen Mehl und ein wenig Puderzucker, ein Prisel Salz und Vanillezucker. Und während das hier rührt, habe ich schon mal Kakaopulver vorbereitet. Weil der kommt nämlich ein bisschen weniger als der Hälfte vom Teig und 500 Gramm davon bleiben weiß. Übrig sind jetzt ungefähr 350 Gramm und schön verrühre. Und zum Schluss jetzt auch noch ein bisschen mit der Hand verknete und mit der Tütsche in den Kühlschrank. Vor unserem gekühlten Teig habe ich mir jetzt schon mal zwei Stückchen abgeschnitten, ein weißes und ein dunkles. Und da machen wir uns jetzt nämlich das Schachbrettmuster. Und auch immer so ein bisschen Mehl oben drüber beim Ausrollen, dass es nicht festpappt. Ne? Und an euch lieben Dank für den tollen Tipp mit dem feuchten Handtuch da unten in der Folie, damit mir das nicht wegrutscht, hatte ich euch ja letztens gefragt. Ihr könnt mir ruhig öfters mal so tolle Tipps geben, weil ich weiß ja auch nicht alles. Ne? Wenn man kein Nudelholz hat mit so Noppen dran, welche der Abstand, da legt man sich einfach ein paar Stifte hin. Dann geht's auch. Ne? Und dasselbe jetzt noch mit der anderen, ne? Weil der muss ein bisschen breiter sein, weil davon braucht man 5 Stückchen. So, jetzt habe ich aber die Nase voll gehabt. Jetzt habe ich schon meinen Mann in die Werkstatt geschickt. Er soll mir mal zwei so 10 mm Brettchen machen. Ne? Wozu haben wir sie denn? Und da sehe ich schon auch gleich, mein Teich hat gar keinen Zentimeter mehr. Gut, kein Thema, dann machen wir es nochmal. Schau nur hier, ist das nicht einmalig, du? Patent anmelden gleich. Und gleich nochmal. Und jetzt schneiden wir uns die Weiße in 4 gleiche Streifen. Und beim Schwarzen sind es dann 5. Also ungefähr halt. Ihr müsst jetzt nicht mit der Schieblehre arbeiten. Und jetzt geht's zum Festwerden nochmal kurz in den Kühlschrank. Für die Schnäcksche brauchen wir jetzt dann ein bisschen helle Teig. Den tun wir uns hier auf eine bemehlte Frischhaltefolie ein bisschen ausrollen. Und die babbt auch total super hier auf mein nasses Handtuch. Das war echt ein super Tricks. Dann müsst ihr auch schön aufpassen, dass hier nicht noch irgendwas vom dunklen Teig dran babbt oder so, weil das er dann nicht untereinander kommt mit den Teigen, weil sonst schaut es nicht mehr schön aus und der Teig ist nicht mehr richtig getrennt. Und das legen wir uns jetzt hier mal auf so einen Teigheber, ein bisschen zur Seite. Nächste Folie drauf und dann kommt schon der dunkle Teig dran. Und ah, da, nicht das Mehl vergessen, gell? Weiter geht's wieder mit dem Weißen. Und der wird dann mit dem Eiweiß so richtig schön bestrichen. Und jetzt kippt man dann den schwarzen oben drauf. Bisschen festbabbeln noch. Und jetzt rolle, rolle und das Weiße bleibt außen. Und jetzt ab in den Kühlschrank. Jetzt haben wir noch ein bisschen weißen Teig, den rollen wir auch noch aus. Und dann streichen wir ihn schön mit Eiweißei. Meine Streifle sind schön gekühlt aus dem Kühlschrank und jetzt machen wir unser Schachbrett. Schön durchkühle. Schnell geht's und schon hast zwei verschiedene Plätzchen aus einem Teig und das riecht so lecker nach Butter und Schokolade und die hier sehen aus wie Minecraft-Kekse. Da freut sich mein Sohn besonders. Ciao, macht's gut!